Puh. Ja, Leute, willkommen bei 1, 2, 3, schon. Und zunächst. Voller Power, voller Kraft und voller Energie. Bin ich heute mal wieder. Und weg. Ja, heute bin ich genau, Leute, an den Sieg zurückgekehrt. Ich war vor circa einer Woche hier gewesen. Und zwar an einem Donnerstag war ich mal hier gewesen. Hab das mal angeguckt, aber heute ist mir anders aus, weil es geregnet hat jetzt die letzten paar Tage. Hier war mal der Einstieg gewesen, aber es ist überflutet. Ich muss gucken, ob ich hier einsteigen kann. Also an der Stelle hier. Oder an der Stelle einsteigen kann. Aber ich glaube, ich versuche eher hier einzusteigen. Aber wie man sehen kann, die Sieg ist heute sehr, sehr reißend vom Tal. Das heißt, es war ein bisschen eine richtige Herausforderung. Auf so einen Fluss, der so reißend, bin ich auch noch nie gefahren bisher. Hat aber ein paar ruhigere Stellen, die Sieg später. Mein Ziel ist heute bis nach Hennef zu fahren. Das sind ca. 17 Kilometer. Werde das Kajak mal aufbauen in Ruhe, mich touch machen und dann ja, mich wieder zurück bei euch melden, sobald ich auf den Sieg bin. So, Leute, das Kajak ist wieder aufgebaut. Hier hinten wieder meine typischen Kajakwagen festgemacht. Da die Kajaktasche verstaut. Ja, heute bin ich alleine unterwegs. Heute mal ohne Danny. Denn die konnte heute leider nicht. Deswegen hat heute das Lux mal alleine das Kajak zu fahren. Hat auch jedenfalls mehr Platz hier im Kajak heute. Ich werde hier meine Werttasche noch festmachen. Hier ist noch meine Kajakschuhe anziehen. Ja, und meine Schwimmweste. Und dann würde ich sagen, geht's nochmal los. 17 Kilometer von Altorf bis nach Hennef. Auf der Sieg zum ersten Mal. Auf einem richtig krassen Fluss. Klar. Das Paddel nehme ich jetzt einfach mal. Hab hier an diesen Steinen eben das Kajak festgemacht, dass ich abtreiben konnte. Hab's gerade die Wertsachentasche festgemacht und mein Provianttasche. So, ich würde sagen, alles kurz checken, Leute. Alles fest soweit. So, Leute, ich würde sagen, gehen wir mal rein. Ins Kajak. So, Leute, das fahren wir jetzt mitten rein. Mal gucken, wie das wird heute. Auf so einen strömenden Fluss bin ich auch noch nie gefahren. So, Leute, ich muss erstmal hier rauskommen. Und auf den Sieg draufkommen. Die Sieg ist viel reißender als die Lahn. Hat mehr Strömung und so. Ja, und damit muss ich mich einfach zurecht finden. Weil ich noch nie auf den Sieg bisher gefahren bin, Leute. Ja, der Start war ein bisschen holperig, direkt aus dem Busch. Aber ich würde sagen, für den Anfang ist das nicht schlecht hier auf der Sieg. Wie gesagt, normalerweise ist Danny mitgekommen. Gekommen wäre normalerweise. Ja, aber ich habe gedacht, komm, lass mich Sieg mal lieber alleine fahren. Hier muss ich echt schon richtig paddeln, um halt von den Büschen wegzubleiben, Leute. Ist gar nicht so einfach. Ja, man ist halt sehr schnell auf der Sieg auch so unterwegs. Ohne dass man gerade irgendwas machen muss. Die ist viel, viel stärker von Strömung hier als die Lahn. Hat auch keine Schleusen, sondern nur Wehre. Ja, und bei Hennef versuche ich einen guten Aufwegpunkt zu finden. Ja, ich bin froh, dass ihr mit dabei seid, Leute. Die erste gemeinsame Tour auf der Sieg. Die Sieg natürlich auch als ruhigere Punkte bedienen hier gerade. Alter, das ist wieder direkt so geil. Direkt kommen wir jetzt K-Lang saufen. Kajak, Fleeting, hoch, einfach nur geil. Ach, ist das wieder entspannend, Leute. Gemeinsam auf den Sieg mit euch. Lasst uns den Sieg gemeinsam besiegen und dann draus Freunde werden. Sieg, wir werden Freunde. Schnell, weil hier ein Zufluss anscheinend hier reinfließt. Und hier muss man natürlich wieder gucken, halt, ne, dass man halt ja, mit 100% bei der Sache ist beim Paddeln.
Wie gesagt, die Lahn ist viel ruhiger und jetzt ganz leichte Strömung. Und die sind gerade echt schon, ja, ein paar heftige Stellen. Natürlich auch vor allen Dingen unter Brücken und so. Ich glaube, wir heute 2 oder 3 oder sogar 4 Brücken heute gefahren. Und da wird das ja schon ein Abenteuer. Da muss ich gucken, wo ich am besten langfahre. Weil ich bin komplett unerfahren auf der Sieg. Ich kenne bisher nur die Lahn. Die bin ich 3-mal allein gefahren und 3-mal mit dem lieben Danny. Und heute mal auf die Sieg, mal euch einen Angelfluss zu präsentieren. Auch wenn schon viele andere Kajakfahrer halt diesen Fluss befahren haben. Für mich ist das ein komplett neues und großes Abenteuer. Hier Leute, ein bisschen kenne ich die Sieg ja schon vom Fahrradfahren aus. Da bin ich jetzt letzte Woche mal ein Fahrrad lang gefahren, von Althaf aus, um mir halt mal die Sieg ein bisschen anzugucken. Und da habe ich auch die Schan News gedreht, eine Folge davon, die ihr schon gesehen habt jetzt. Ja, ich bin ja circa vor 2 oder 3 Jahren mit Wo ist Sven hier gewesen an der Sieg, fast an derselben Stelle, ein bisschen flussaufwärts, haben versucht einzubutten. Ich damals mit meinem brandneuen ETV X500 von Decathlon, aber diesen Kajak kam ich überhaupt nicht zurecht, ja, und konnte leider damals die erste Kajaktour mit Sven auf der Sieg nicht machen. Da habe ich eine schöne Kajak zugelegt von Gomotex, der ich schon oft in Videos bei mir gesehen habe. Damit kommt einfach perfekt super klar. Ja, der Sieg ist natürlich, wie ich schon immer erwähnt habe, ein komplett anderer Fluss. Der ist total wild und total naturbelassen halt, bis auf ein paar Wehre noch hier. Ja, und die Lahn ist ein ruhiger Fluss, wo auch etwas kleinere Schiffe fahren und ein Großschiff langfährt. Ja, und auf der Sieg hat man einfach, ja, ein absoluter Paddeltraum. Da hat man im Prinzip halt nur für sich die Fluss mit anderen Kajakfahrern, die ab und zu mal hier auf der Sieg unterwegs sind. Hier vorne wird das wilder, Leute. Da fließt wieder irgendein Zufluss oder irgendwas wieder dazu. Das heißt, es wird hier viel, viel wilder sein als auf der Lahn. Ja, was aber auch dann den Fun-Faktor wieder ein bisschen erhöht. Ich würde sagen, die Sieg ist eher so ein Mega-Fluss für Mega-Fun zu haben, um ein bisschen Abenteuerfeeling zu spüren, um Wellen zu spüren. Ja, und die Lahn ist halt ein ruhiger, gemütlicher Fluss. Ich muss selber erstmal gucken, wie ich so welche Wellen mit dir da vorne jetzt fahre, wo ich am besten lang fahre, um halt nicht irgendwo hingetrieben zu werden. Ich muss sofort erstmal angucken, da kommt so eine Insel oder irgendwas, glaube ich. Da muss man schon echt richtig ins Paddel schlagen, Leute, um halt nicht irgendwo hingetrieben zu werden, wo man es nicht möchte. Da vorne fahre ich aber jetzt nicht in diese fette Strömung rein. Ich fahre am besten jetzt hier außen lang. Da muss jetzt die Erfahrung selber sammeln. Wichtig ist auf jeden Fall hier auch eine Schwimmweste anzuziehen. Weil sowas hier vorne am Rand seht ihr, wo die Kurve geht, ist relativ wild. Da fahre ich aber mal nicht rein. Ich habe genug Arbeit, um da wegzubleiben von, weil das Wasser, guck mal, ich mache mal nichts jetzt hier, seht ihr hier. Und ja, diese Strömung versucht mich hier in die Kurve mit reinzuziehen. Die werde ich aber jetzt mal nicht befahren. Vielleicht fahren wir jetzt hier mal hier Richtung rein. Man sieht ja, wie das hier abgeht, hier, Leute. Guckt euch mal die Wellen hier an. Versuche ich hier rauszukommen, Leute. Und das schwappt offen das Wasser richtig rein ins Kajak, Leute. Und da muss man echt schon richtig in die Paddel hauen, um da halt nicht reingezogen zu werden, Leute. Das sind halt die ersten Erfahrungen, die ich in diesem Bereich mache mit so wildem Wasser halt. Ja, ist halt alles Übungssache mit der Zeit, Leute. Ja, und ich habe genug Zeit jetzt auf ca. 70 Kilometer, wie ich eben schon erwähnt habe, zu lernen. Hier vorne ist zum Beispiel eine Sandbank, kann man gut erkennen hier, ist höher gelegen und so. Ja, mal gucken, wir lassen uns heute die Linien sagen, Leute. Ich bin so aufgeregt, mir fällt das Sprechen gerade so schwer, weil ich so, ja, fasziniert bin von der Sieg gerade, Leute. Ich wollte gesagt haben, mal gucken, was die Sieg uns heute so Geiles bringt hier. Ich werde mich aber bei der Brücke da vorne wieder. So, Leute, fahren wir um die erste Brücke durch. Bei der Lahn und der Brücke ist das nicht so heftig wie jetzt hier an der Sieg. Aber ich versuche natürlich diesen großen Wellen hier erstmal auszuweichen und mich mehr an der Seite zu halten. Da hinten sind auch Kajakfahrer. Wir können mal sehen, wie fließend hier die Sieg ist. Hier im Bereich. Aber ist eigentlich noch locker machbar, Leute. Und macht riesigen Spaß hier, wenn die, ja, wenn man so durchgeschaukelt wird über die Wellen halt. Ein richtiger Härtetest für meinen Kajak. Habe ich bisher noch nicht gemacht, ein Härtetest. Weil ich dachte damals am Anfang, wenn ich das Kajak habe, komme auf der Lahn zum Eingewöhnen fürs Kajakfahren so halt, um genug Erfahrung zu sammeln. Erstmal die Lahn, bevor es irgendwann mal auf dem milderen Fluss wachst.
Meine Leute, vor uns könnt ihr es doch vielleicht jetzt noch sehen, noch nicht gut erkennen. Das sind bestimmt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, wenn schon 10 bis 12 andere Kajaks. Ob ihr liegt da vorne, ob ihr das gerade da irgendwie weiter entlang fahren oder auf eine Stelle aufhalten momentan. Das ist ein bisschen zu sagen, aber ich glaube, die halten aktuell noch auf einer Stelle auf und üben da Kajak fahren. Mit so einer Kajakgruppe vermute ich mal. Wir werden gleich mal an die vorbeifahren, an die Kajak-Leute da. Aber so viele Kajakfahrer habe ich zuletzt auf der Lahn gesehen, Danny. Das Schöne ist, wenn ich mal lande, weil ich habe natürlich genug Platz hier in meinem Kajak. So zweit ist auch gut machbar und kann man auch gut vertreten. Aber so dritt wäre, glaube ich, das mit Dreierwachsen mein Kajak doch zu klein. Das ist empfohlen für zwei Erwachsene und ein kleines Kind. Aber zu zweit optimal und alleine noch perfekt, Leute. Ja, Leute, wenn ich den ersten Unterschied zwischen der Lahn und der Sieg ziehen darf, auf jeden Fall, sobald es hier in Kurven reingeht, wird das Pflaster viel, viel schneller und viel, viel, mit viel mehr Wellen. Das ist dann hier. Hinten sind die anderen Kajakfahrer, da ganz hinten um die Kurve jetzt. Ja, man fährt hier auch ein etwas höheres Tempo, denke ich, wenn ich hier Gas geben würde, wäre schneller als auf der Lahn. Auf der Lahn war ich, glaube ich, das höchste Tempo war, glaube ich, 11,7 km/h oder irgendwas erreicht habe. Also das Tempo bisher auf der Lahn. Aber es ist echt auch sehr gemütlich hier. Ich hätte mir das eigentlich viel, viel brutaler vorgestellt, viel mehr kämpfen muss. Momentan ist das noch sehr angenehm, bis auf ein paar schnellere Stellen, wo man doch ein bisschen paddeln muss, um halt nicht aus einer Bahn zu kommen, die man befahren möchte. Aber sehr, sehr cool hier, Leute. Vor allem hier oben geht auch der Natursteinsieg-Wanderweg lang. Die Etappen habe ich auch schon alle komplett durchgewandert. Zu sehen auch auf meinem YouTube-Kanal, Leute. Schaut doch auch einfach gerne mal vorbei. Könnt ihr auch gerne ein Abo und einen Link da lassen. Das kann euch nur Glück und Zufriedenheit in eurem Leben bringen. Wie es mir Zufriedenheit und Glück es bringt im Leben, euch die schöne Natur zu zeigen, euch gemeinsam einfach mal Abenteuer zu erleben. Einfach nur herrlich, Leute, hier. Ich halte jetzt mal die Klappe und genieße jetzt einfach mal ein paar Paddelschläge gemeinsam. Ja, hier einen schönen Blick auf den Campingplatz mit verschiedenen Wohnwagen. Zelte gibt es ja auch. Und hier vorne macht die Sieg wieder was reißen, ne? Ja, in Kurve ist die echt sehr reißend, die Sieg. Ah, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, Leute. Jetzt mache ich hier gut rauskommen. Jetzt kommen wir zu den anderen Kajakfahrern, die hier ausgebuttet sind. Wie ihr sehen könnt, sind sehr viele Kajakfahrer hier. Aber schon alles hier Camper, die den Kajak ausgenommen haben. Und Leute, da hinten noch die Sieg richtig spielt. Ein richtiges Abenteuer gleich. Oh Mann, Leute, hier sind ein paar Strömungen mit bei. Jojojojojojojojo, die bin ich überhaupt gar nicht gewohnt. Also Leute, das Beste, um sowas hinter sich zu bringen, ist einfach mal auszutesten und es selbst zu machen. Zu gucken, wie man am besten bei sowas durchkommt. Eine eigene Erfahrung zu sammeln. Man kann zwar sich immer jede Menge YouTubes angucken von anderen YouTubern, die sowas machen, aber selber das am eigenen Leib zu erfahren, ist doch schon wieder was anderes als das sich auf YouTube anzugucken. Boah, Leute, hier ist schon die nächste fette Brücke, wo es abgeht gleich. So Leute, hier muss ich voll aufpassen, hier ist eine richtig starke Strömung. Der Zug fährt auch hier über die Bahnbrücke drüber. Wie ihr gerade sehen könnt. Hier muss ich echt Gas geben. Um halt von Pfeilern wegzubleiben, Leute.
Boah, genau in die Wellenmulch rein. Was zu das stehen. Macht das Spaß? Heißt das eine geile Erfahrung, Leute? Und denkt, scheiße, was kommt da? Da kommen jetzt die Megawellen des Jahrhunderts. Ja, man fällt einfach durch, weil man selber das Jahrhundert ist. Richtig geil. Also Sven, absolut, Junge. Ich kann nicht verstehen, warum du so einen großen Spaß hier auf Physik hast. Kann ich absolut nachvollziehen. Im Wasser ein Baum. Ein riesiger Ast, der hier mir entgegenfährt. Also, hier fahren auch fette Äste entgegen. Hier war es natürlich wieder wilder, weil es hier wieder um die nächste Brücke geht. Ist das ohne Pfeiler? Ist das haben oder jetzt? Hier drunter zu fahren. Aber sobald Brücken mit Pfeilen sind, Pfeiler sind, besser gesagt, ist das schon viel, viel wilder. Was für ein fetter Ass hier entgegenkommt. Hier muss man echt so viel achten. Aus viel Sachen achten. Hier auf der Sieg ist einfach richtig krass, Leute. Hier ist dann die nächste Brücke, die wir das fahren. Das ist schon die zweite, dritte Brücke, die wir das fahren hier. Das ist dann ganz normale Fußgänger- und Autobrücke hier. Und da hinten kommt die nächste Strömung, Leute. Es ist da richtig fett hier was angesagt auf der Sieg. Ja, was mir auch gerade so auffällt, das gab es bei der Lani überhaupt gar nicht. So hier, Bäume mitten im Wasser. Das habe ich schon so 3-4 Stellen gesehen, wo Bäume mitten im Wasser sind. Mitten im Sieg, Leute. Das macht natürlich das Wasser auch immer schneller hier. Kann man echt gut sehen, wie die Bäume aus dem Wasser hinauswachsen. Richtig krass, Leute. Ich habe noch nie gesehen auf dem Fluss. Aber es ist halt natürlich die Sieg halt, ne? Die wird halt nicht genutzt für den Schiffverkehr, einfach nur ja, für Freizeitpaddler, wie ich es bin oder ihr es sein könnt oder auch andere Freizeitpaddler. Können dann sowas Schönes hier einfach erleben. Das hat natürlich ein anderes Feeling als die Lahn. Die Lahn ist einfach ein total entspannter Fluss. Ja, und die Sieg ist aus meiner Sicht bisher ein absoluter Natur-Spaß-Fluss. Mit vielen tollen Punkten, wo man auch echt mal richtig Gas geben kann. Das macht mir echt mega Fun hier, Leute. Hier wird es wieder was schneller, weil es wieder um eine Kurve geht. Und Kurve ist Wasser meistens immer so eingeengt und wird ja hineingepresst in die Schlucht. Dadurch natürlich automatisch das Wasser hier auch was schneller, strömiger, wie man es hier sehen kann, Leute. Boah, ist das ein fettes Abenteuer. Mensch, Leute, da hat man echt Bock hier jeden Tag hinzufahren und immer nur auf dem Fluss unterwegs zu sein. Richtig geil. Natürlich gibt es ja auch im Siegtal viele schöne Wanderwege, die man bewandern kann und auch Erlebniswege, die ich euch nur mal so empfehlen kann. Ach du Kacke, das wird jetzt wieder richtig geil hier, Leute. Ist das nicht ein Spaß, Leute? Was ist das hier? Geil. So, Leute, ich muss gucken, dass ich genau in die Wellen reinlenke, dass nicht viel Wasser herankommt im Boot. Mein Tipp. Fahrt auf die Wellen zu und ja, brettert drüber, um halt wenig Wasser ins Kajak reinzukriegen. Oh, jo, 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 jetzt werde ich hier geschüttelt, gerüttelt, gewüttelt. Oh, Leute, Leute, wir fahren mitten in einer. Boah. Oh, wow, 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 wow. Geht das hier ab, Leute? Ist das geil? Woo! Mega, mega Fanfaktor auf der See. Ich hab mal auf Komoot geguckt, ich nehme Komoot wieder auf. Ja, wir haben jetzt insgesamt 6 Kilometer hinter uns schon. Schon krass, wie schnell man hier auf der Sieg ist. Und hier, wie man sieht, wieder so eine Art Mini-Insel hat man hier. Oder besonders Bäume, die hier irgendwie untergegangen sind hier. Das ist voll krass, Leute. Der Sieg hier, wenn man sowas hier umpaddeln muss. Und da vorne kommt das nächste Bauminsel, wie man es auch nennen mag. Ja, wie gesagt, wir haben es knapp 6 Kilometer hinter uns. Topgeschwindigkeit waren bisher 15 km/h und Dorfgeschwindigkeit 7 km/h. Das ist mir krass, ich überlege auf der Lahn. War Topgeschwindigkeit zu 11 bis 12 km/h, wenn ich mal Tempo gemacht habe. Und Höchstgeschwindigkeit 4,3. Also ungefähr wie ich halt fast schon Wander vom Tempo her. War ein geiles Erlebnis. Ich könnte auch bis Siegburg fahren, aber ich glaube, Hennef reicht mir heute. Ja, kurz vor Siegburg gibt es auch so einen Auspunkt, wo man ausbooten kann. Aber es gehört zum Kajakverein. Ob man dann ausbooten kann, ist die Frage.
sind Boote lieber in Hennefaus. Und direkt nach dem Ausbooten von Siegburg aus kommt ein fettes Wehr, wo man auf jeden Fall ausbooten muss, weil man da nicht runterfahren kann, weil es viel zu gefährlich ist. Aber mir reicht auf jeden Fall Hennefen da auszubooten für die heutige schöne Tour. Ja, und ich werde weiterhin das genießen mit euch gemeinsam, die Tour, Leute. Einfach nur herrlich. Ja, ganz oben könnt ihr zwar kaum erkennen, zwischen den beiden Felsen ist eine freie Stelle, da war ich auch schon gewesen. Da führt auch der Naturstein-Sieg-Wanderweg lang. Da oben ist ein Punkt für Paraglider. Habe ich zum Beispiel auch bei meiner Tour gefilmt, wo ein Paraglider oben von diesem Berg aus gestartet ist, Leute. Und schön ist, wir haben auch wunderschöne Vögel hier immer wieder mal über die Sieg huschen. Einfach genial, Leute. So, Leute, auch wenn man im Hintergrund das Auto hört hier, hat man trotz allem das Gefühl, dass man irgendwie auf der Lahn ist, weil dieser Abflug, der ist sehr, sehr ruhig. Bisher der ruhigste Punkt hier auf der Sieg. Wenn die blöden Autos nicht wären, Leute, hier wäre es noch entspannter. Ich glaube, dass demnächst einfach mal die Straße sperren, wenn ich den Kajakfahrer halt komplett die ganze Straße runter, dass ich halt nicht mehr entspannen kann. Das wäre doch meine Idee. Ja, und hier hat man echt wirklich eine absolute Atmosphäre hier. Hier oben sind zu Felsen, die man hier sehen kann, Leute. Ja, ohne die Autos wäre es perfekt hier, ohne die Autogeräusche. Hier ist ein Ast, der hier. Oh, das ist herrlich, Leute. Ist das nicht schön, Leute? Man kann sich treiben lassen und so. Einfach genial. Ja, da hinten kommt schon die nächste Brücke, Leute. Wo es wieder gleich ein bisschen abgeht für uns. Ja, die, glaube ich, mit dem Fahrrad drüber gefahren. Was ist eine Bahnbrücke? Oh shit, ist das die Brücke, die ich mit dem Fahrrad drüber gefahren bin? Das müsste die sein, glaube ich. Das ist die Bahnbrücke und Fahrradbrücke, glaube ich. Ich spreche gleich bei der Brücke noch wieder, Leute. Wenn ich hier fahre, da sieht es relativ wild aus. Ich fahre jetzt mal hier lang. Da muss man sich immer gut entscheiden, Leute. Was dann doch für einen Punkt nehmen. Wir fahren einfach hier lang, mal gucken, wie das hier ist. Da vorne ist hier noch ein Baum und so. Ich glaube, ich komme eigentlich dort versuche zu fahren. Ich will auch nichts im Kerl am Arsch machen unten drunter. Obwohl das hier auch schon relativ wild wird. Ach du Kacke, Leute. Du Scheiße, Leute. Das wird mal. Weil da muss ich mal voll jetzt mich konzentrieren hier. Das wird richtig heftig, Leute, jetzt hier. Jetzt sogar ein bisschen bergab hier. Okay, Leute, festhalten ist angesagt. Hier muss man jetzt gucken. Irgendwo. Gegenhaut, hier muss man echt schon in die Paddel hauen, Leute, um das Kajak noch behelfen zu können. Oh, Leute, eieiei, hier kam gerade Wasser rein. Ho, ho. Also, meine Eier sind nass auf jeden Fall. Oh, das war gerade Wasser. Ich bin fast einen kalten Arsch gerade bekommen, Leute. Geil. Also, weil Leute, bei sowas immer zu 100% die Paddel hauen. Ja, wenn das nicht macht, dann ja, gewinnt. Das Wasser und haut euch gegen Bäume, gegen die Brücke, Pfeiler und sowas halten. Das muss doch nicht sein, Leute, ne? Mann, bin ich feucht am Arsch jetzt, Leute. Ja, und jetzt wird's wieder rüber. Das ist geil. Junge, das macht richtig fett Fun, Leute. Ja, hier kann man gut sehen, hier ist eine Bauminsel und hier sind Bäume schon fest irgendwie verwachsen. Also hier hat sich im Untergrund schon eine Insel gebildet oder es ist einfach getrennt worden vom Wasser hier. Weil hinter der Insel ist auch Wasser wieder, geht die Sieg weiter und so. Ist echt schon krass hier, also echt, ja, sehr faszinierend hier auf der Sieg, Leute. Hier hätte man auch zum Beispiel zum Vorbeifahren rauskommen können. Die Stelle hier. Ist da sehr eng geworden hier. Obwohl mir voll ins Unterholz reingebrettert. Der wäre auch rausgekommen, theoretisch, aber habe ich nicht gemacht. Hier hat man auch eine kleine Ente vor uns schwimmen hier. Ihr könnt hier mal rausgekommen, hier wäre mal rausgekommen aus dem Bereich, Leute. Hier, wo die Ente gerade ist. Eine kleine Insel, krass, Leute. Es gibt sogar Inseln hier auf der Sieg, ey. Hammer, ey. Also, wenn ihr mal hier auf der Sieg seid, Leute, macht es auf keinen Fall als Anfänger. Habt zumindest schon ein bisschen Erfahrung auf dem Fluss und so. 100% Schwimmbeste anziehen. Und sobald die Strömung kommt, wie unter Brücken sowas, nicht unkonzentriert sein, sondern voll konzentriert sein und einfach voll in die Paddel reinhauen, Leute.
Ein Kerl kann theoretisch nicht kibbeln. Da müsste extrem viel passieren, dass das Kibbelt ist sehr kippstabil und so. Da muss echt dann schon unter den Brücken, wie gesagt, und bei den Strömungen schon echt konzentriert sein und wissen, wie man am besten auch in dem Moment reinschlägt, um doch ein Umkippen des Kajaks oder ja, zu viele Wellen und zu viel Wasser ins Boot versucht zu verhindern. Genau wissen, wie das funktioniert, Leute. Die nächste Brücke, sogar mit 4 Popos durchfahren konnte. Schwer gerade zu sagen, wo ich lang fahren soll. Durch die Mitte sind Bäume hier. Ich glaube, ich nehme die Seite wieder. Die habe ich auch gut hinbekommen. Das ist immer eine kleine Überlegung, wie man am besten hier durchkommt. Das war wieder richtig schnell. Boah, Leute, es ist schon eine Herausforderung hier. Boah. Echt heftig hier, der Brücken durchzufahren, hier auf der Sieg. Aber es ist echt schwer, ja, vom Fleck gerade zu kommen. Puh. Ich glaube, das war bis jetzt heftig, die Brücke. Es ist echt schwer, da nicht wieder zurück zur Brücke gezogen zu werden von der Strömung. Echt heftig, Leute. Wir sind echt schon voll. Ach du Kacke, da geht's weiter, Leute. Hier geht's weiter mit den Wellen. Ist das hier ein Spaßfaktor plus, Leute. Darf man auch keinen Schiss haben, wenn es ein bisschen wilder wird. So ist die Sieg halt, ne? Wild schön. Aber das geht hier noch, Leute. Und den Brücken, Alter. Das ist immer eine Herausforderung, ey. Wir haben es nicht so aufgemacht wie ich hier. Puh, haben wir wieder geschafft. Nächste Brücke. War schon die 5. oder 6. Brücke, glaube ich. Das war zuerst die heftigste Brücke, die ich machen durfte. Okay, Leute, jetzt sind wir schon bei 9,4 km. Das geht so schnell. Topgeschwindigkeit 17 km/h bisher gehabt. Weil ich so schnell hier auf dem Fluss unterwegs bin. Ich auch nicht begreifen, dass ich so schnell hier bin auf dem Fluss. Der einzige Nachteil ist, ich habe bis jetzt auch kaum einen Aussichtspunkt gefunden, um meine Pause zu machen, wenn man es mal bräuchte halt. Bis auf den Campingplatz. Und sonst, ja, ist alles naturbelassen hier. Hier gibt es ja bis jetzt auch keinen richtigen Aussichtspunkt, Leute. Aber wenn man ein Problem hätte, mal, könnte man nirgends mehr aufsteigen bis jetzt. Das muss man schon vorher wissen. Also haben noch ca. 8 Kilometer vor uns, denke ich mal jetzt ungefähr. Oder schätze ich mal besser gesagt. Vielleicht kommen es noch. Ich glaube, 2-3 Brücken müssen noch kommen, meine ich. Auf jeden Fall unter einer Brücke müssen wir nachher mal ausbooten am Ende. Da muss ich darauf achten, dass ich nicht verpasse. Hier vorne gibt es wieder so eine Bauminsel. Diesmal fahren wir einfach mal anstatt außen innen vorbei. An dieser Bauminsel, mal gucken, wie das so ist, Leute. Da muss ich gucken, ob ich da reinkomme. Alter. Das Kajak versucht mich, das Wasser versucht mich gegen die Insel zu treiben. Au, shit, Leute, ihr macht nun echt. Oh ne, Leute, ich muss drehen, Leute, komm, ich glaube nicht durch. Ne, ich muss hier drehen. Oh, doch, dazwischen kann ich durch. Das war auf jeden Fall schon mal die falsche Entscheidung, Leute, ich muss hier raus. Also gegen die Strömung fahren, Leute. Ich melde euch wieder, wenn ich hier raus bin. Also ist außen schon mal gut zu wissen, immer außen zu fahren. Bei so einer Bauminsel, wenn du innen reinfährst, hast ein Problem und kommst schwer hier wieder raus. Du musst richtig kämpfen, um hier wieder rauszukommen, Leute, mit dem Kajak. Also den Tipp von mir an euch, fahrt niemals in die Bauminsel innen rein und außen vorbei, weil ihr wisst, wie der Weg weitergeht. Jetzt muss ich gucken, dass ich nicht zur Insel getrieben werde. Puh, Leute, das war hart. Der Kampf also immer außen vorbei. Aber muss ich das mal austesten, um herauszufinden, ob es gut oder schlecht ist. Und es war auf jeden Fall, wäre das eine schlechte Entscheidung gewesen, wenn ich weitergefahren wäre, hätte ich, weil ich nicht weiß, ob es noch weitergeht, weil es nicht so aussah. Ich wäre dann vielleicht hier rausgekommen, als wäre es zu eng geworden, Leute, hier.
vierte, die nächste Brücke, die sechste oder fünfte, sogar weiß ich auch nicht mehr jetzt. Da fahre ich nicht durch, das ist mir zu wild. Fast hier lang. Ich könnte hier sogar kurz mal anlegen an der Brücke, hier drunter direkt, wenn ich müsste. Ach du Kacke, Leute, das wird hier echt heftig jetzt. So, weil unter der Brücke geht es ja richtig ab. Und versuchen das Kajak gerade zu halten. Das hat aber gut geklappt. Da sind wir uns einfach drauf gekommen. Manchmal ist es härter, als man denkt, Leute. Einmal gucken, dass das Kajak gerade hält. Und nicht irgendwie, ja, dass man so von der Welle zur Seite geschoben wird. Sonst steht die Gefahr, dass es kippen kann. Und hier ist, weil ich jetzt die Kurve reinfahre, wieder heftiger. Ich muss gucken, dass ich vorne die Bäume wegkomme. Da muss man echt mal voll in die Pötte reinhauen. Hier nicht so nah an diesen Bauminseln dran zu kommen, weil man auch nicht weiß, wie tief die Bäume im Wasser sind. Eine ganz schöne Arbeit. Dann geht es weiter mit den nächsten Strömungen. Also hier ist echt schon, vielleicht sogar einer der wildsten Abschnitte der Sieg. Weil es hier direkt nach der Brücke wieder in Kurve kommt. Heftig, Leute, hier geht's ab auf der Sieg. Das ist ein richtiges Spiel hier. Die Naturgewalten. Geil, Leute, einfach nur geil. Da hinten geht's. Ach du Kacke, da geht's noch weiter. Leute, das ist mal heftiger. Schon ist man da, Leute. Wie gesagt, hier ist mitten im Fluss ein Baum. Ist das komplett anders wie auf der Lahn, Leute, zu 100%. So wild hier wie die Sieg ist. Ich glaube, wir kommen in die nächste Brücke, Leute. Jetzt geht es Schlag auf, ja, die nächste Brücke, Schlag auf Schlag, Leute. Also jetzt keine Zeit zum Ausholen und zu chillen, sondern um zu kämpfen, kämpfen, kämpfen hier, um auf der Spur zu bleiben. Richtig genial, Leute. Ich muss da mal gucken, weil ich von Hennepin bin, von der Brücke aus mal, wenn es was rüber ist. Oder hier vorne kann ich schon gucken, Leute. Richtig krass hier. So Leute, jetzt könnt ihr mal den Unterschied sehen zwischen einer Brücke, die so über das Wasser gespannt ist, und einer Brücke, die über das Wasser gespannt ist mit Pfeilern. Mit Pfeilern ist es auf jeden Fall viel, viel heftiger, weil gegen die Pfeiler wird das Wasser ja aufgestaut. Und dadurch untersteht direkt unter der Brücke eine viel stärkere Strömung und viel stärkere Wellen als wir jetzt. Das ist hier so total harmlos, hier um die Brücke zu feiern. Der hier jetzt ist überhaupt nichts, ist so wie in der Lahn. Aber sobald Pfeiler auf dem Wasser sind, bei Brücken, Leute, wird es richtig heftig. Da muss man echt richtig, wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe, in die Paddel hauen, um nirgendwo hier irgendwie in die Pfeiler gedrückt zu werden oder auch rausgeworfen zu werden. Hier gibt es einen Aufstieg, sehe ich gerade. Gut zu wissen. Ich glaube, da versuche ich gleich mal auszuboten. Ich fahre noch was weiter, Leute. Ich fahre noch was weiter. So Leute, jetzt kommen wir auf einen anderen Campingplatz, den man hier gut erkennen kann. Hier gibt es einen kurzen Moment zum Ausboten irgendwo, kurz mal eine kleine, ja, Trinkpause machen kann in Ruhe und ein bisschen mal die Beine vertreten kann. Wir sind jetzt ungefähr bei Kilometer 12, haben es noch schätzungsweise 6 Meter vor uns bis zu unserem Ziel Hennef. Kommt für irgendwas finde zum Ausboten, aber momentan ist die Welt schon relativ hoch. Also muss ich einfach bis Hennef durchziehen, die Tour. Mal gucken, da vorne vielleicht, fahr kurz mal dahin, schauen wir es einfach mal an, wenn da irgendwie rauskommt. Sonst halt, denke ich mal, Hennef, um eine Pause mal zu machen. Ist ja relativ ruhig auch hier, dass hier eine Treppe, die uns zum Wasser führt. Ein Stuhl, komme ich hier raus oder nicht? Ich glaube, hier gehen noch viele schwimmen bestimmt.
Naja, hier kann ich auch nicht ausbeuten, Leute, mit dem Kajak. Das wird nichts. Ne, da komme ich nicht hin. Hey, oder warte mal. Ne, schade. Doch, leider nicht. Obwohl. Ne. Stimmt, der Wasser, da komme ich nicht hin. Egal, kommen wir weiter nach Hennef. So, ich habe doch noch einen Punkt gefunden, um kurz auszubohren und mir kurz ein bisschen die Beine ins Vertreten. Und dann für die letzten 6 Kilometer nach Hennef zu fahren. So Leute, für uns geht's weiter jetzt auf die letzten 5 Kilometer. Hab nochmal genau nachgeguckt. Jetzt sind es noch 5 Kilometer, die wir für uns haben. Hab nochmal meinen Sitz nachjustiert. Nochmal das Kajak kurz Torf gescheckt. Ja, dann genießen wir gemeinsam die letzten 5 Kilometer auf der Sieg, Leute. Du hast die Tour verlassen. Helga, ihr könnt. Helga muss gerade mal den Mund stopfen. Die Nerven sogar auf dem Wasser. Ach, Helga, Helga, Helga. Ich werde irgendwie nie los, ey. Mann, 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 Mann. Ja, Leute, ihr kennt das schon. Helga, ne? Und das Problem mit Helga. Brauchst du zwar irgendwo, am Anfang wirst du einfach nur in irgendeinem Fluss ersaufen. Leute, hier vorne machst du richtig brutal. Ach du Kacke, ey. Man muss wieder Vollgas geben. Boah. Ist ja richtig wild hier der Bereich. Hallo. Ja, hab gerade 2 Camper gesehen. Die waren schon im Baywatch-Outfit gewesen, um mich nur zu retten. Ach, ich glaube, die letzten 5 Leute können mal richtig anspruchsvoll werden auf der Sieg, Leute. Geil. Hier geht's sogar weiter hier vorne, Leute. Haltet euch mal gut fest, Leute. Dann nehmt schon die nächste Herausforderung an. Hallo? Einfach nur geil, la geil, la geil, la geil, la geil, es ist so geil, geil, auf der Sieg, Sieg, es ist so geil, geil, auf der Sieg, so geil, 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 geil. Ja, nach einem kurzen Rügenabschnitt geht es jetzt wieder zurück im wilden Bereich, der Sieg. Das ja eigentlich noch geht, Leute. Ich habe jetzt ein Bild vorgestellt, der Bereich hier. Da waren die anderen Abschnitte doch schon was Bilder, als das hier gerade. Vogelreihe. Krass. So Leute, kurz auf die Natur konzentriert und schon wieder ins wilde Wasser hinein paddeln. So ist die Sieg. So ist die Sieg halt, Leute. Mann, oh Mann, oh Mann. Man kann nicht mehr ruhig in der Natur genießen. Man muss direkt wieder ein paar Augenblicke später wieder mit dem, ach, im wilden Wasser hier kämpfen. Mit Bäumen wieder. Die wieder. Komm, komm, komm. Gut, 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 gut. Ich glaube, hier vorne kommt auch schon die Brücke. Vermute ich mal, Leute. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann. Ja, Leute, hier ist die Sieg richtig wild. Da vorne müsste unser Aufstiegspunkt sein bei der nächsten Brücke. Da werde ich mal für einen suchen und ausboten für heute. Ja, mein Fazit zum ersten Mal auf der Sieg. Am Anfang, der Start ist ein bisschen missglückt.
direkt unter die Bäume gebracht hat. Da habe ich ein bisschen zu wenig Schwung genommen vom Paddeln her. Aber nach und nach habe ich immer mehr gewöhnt an den Sieg. Auch bei schnelleren Strömungen, die wir gerade hatten, weil ich noch wie ich paddeln muss und wie ich da gut hinkomme, um das Kerb gut zu beherrschen, was ich dafür machen muss. Er hat, glaube ich, jetzt 8 Brücken und 9 Brücken gehabt, wo es immer wieder richtig wild wurde und hier ist auch noch wild. Ja, die Sieg war für mich eine große, große Erfahrung und vor allen Dingen ein großes, großes Abenteuer mit viel, viel Spaß, den wir gemeinsam hatten, mit euch gemeinsam teilen durfte. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Video, wenn ich für euch und für mich heißt 1, 2, 3, schon unterwegs. Voller Power, voller Kraft, voller Energie. War ich heute mal wieder unterwegs. Was auch immer, Leute. Bis zum nächsten Mal.